Lukuas Climb, Difficulty 5. Also ich fand es jetzt gar nicht mehr so schwer, hierher zu kommen in die Ecke. Aber okay. Ich habe ungefähr, okay, ich habe 20 bis 30 Minuten, gebe ich mir Zeit dafür. Zum Ende jetzt, zum Stream. Oh Gott, ich habe Angst. Weil fehlen mir noch irgendwelche Abilities. Wall Jump und Wall Glide habe ich jetzt ja quasi. Also rein movementmäßig habe ich jetzt relativ viel. An Decke darf ich auch nicht. Oh Gott, Moment. Ja, und einmal die Dinger berühren. Und hin. Ach so, und ich muss sogar dann hier so hoch. Hier muss ich nicht. Oh Gott, Kamera ist hier ein bisschen bescheiden. So eine Steuerung meine ich eigentlich, aber. Oh Gott. Man hat nicht unendlich Ausdauer, man hat mehr Ausdauer. Oh Gott! Kann ich das Ding von außen eigentlich erklettern? Aber mit ganz viel Glück und Ausdauer kann ich auch von außen hochklettern. Au. Oh. Hier darf ich nicht mehr jetzt dann daran rumrennen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, scheiße. Aber hey, bis dahin ist schon mal die Hälfte fast geschafft. Also für einen kleinen Moment zumindest fühlt es sich noch einfacher an als, ja, der normale. Also der letzte. Oh, scheiße. Okay. Die Kamera ist jetzt das Problem. Okay. Aufladen, laufen, springen. Springen, springen, springen. Okay. Oh Gott. Das wird kein Spiel für Pets sein. Wenn er sich alles holen möchte. Er wird es wahrscheinlich nicht alles holen. Okay. Nein, das. Ach komm. Habt ihr noch eine Seite berührt? Aber die Kamera ist Gott sei Dank intelligent. Okay, 18 von 30. Das ist ein heftiger Parcours, aber der ist gar nicht so schwer, glaube ich. Wenn man erstmal so ein bisschen das Timing raus hat, dann geht's. Da finde ich den anderen irgendwie nerviger, den ich gestern hatte mit 4 Sternen. Der war deutlich schwerer, finde ich. Jetzt gefühlt zumindest. Okay, fuck, da hab ich's verkackt. Oh Gott.
Aber der, ja, der Anfang hier ist jetzt eigentlich relativ easy mittlerweile. Man sieht erstmal so ein bisschen auf die Steuerung. Okay, dann mach ich genau das, was man hier falsch machen kann. So. Hoch. Die Ausdauer hätte ich auch gerne normalen Leveln. Also einen normalen Abschnitt. Was mache ich gerade? Warum komme ich da gerade nicht durch? Wow. Ich hätte den Schwertpunkt nutzen sollen. Okay, einfach laufen, weil sonst für das Timing. So. Konzentriere mich gerade nicht. Ich meine, ich habe mich vorher auch nicht ganz so konzentriert. Aber ich nehme den Level nicht mehr ernst, das ist das Problem. Ich habe gemerkt, dass er eigentlich relativ einfach ist im Verhältnis zum letzten. Mit mehr Sternen. Wieso hat er jetzt die Wand nicht getroffen? Wow. Das war mies. Nein, was machst du da? Er hat die ganze Zeit die Wände immer getroffen mit den Wandsprüngen. Warum jetzt nicht mehr? Heftige Sprünge. Zu hoch. Weil ich move. Ja, ich habe Momentum verloren unterwegs. Das kann sein. Dass es hier nicht mehr gemacht hat. Wow. So. Ah, ja, okay, da muss ich aber nur dashen. Okay. Das Fallen dauert jetzt ein bisschen irgendwie immer, aber okay. Viel mehr kommt denn aber glaube ich auch nicht mehr, außer dass man glaube ich dann im Kreis drumherum rennen muss. Nein! Ah! Hätte warten sollen. Nee, Emmy, jetzt bitte nicht auch, dass du raus willst. Warte doch einfach, bis ich gleich fertig bin. Wow! Okay. Okay, wenn ich es drum mache, dann habe ich sogar Aufladung noch. Und dann. Ich hätte einfach die Aufladung nutzen sollen. Wie die ganze Zeit schon. Aber das gefällt mir. Es ist richtig schönes Parcours. Oh yes. Das gefällt mir. Und sowas jetzt bitte in ein paar, ja, wieder in die richtigen 3D-Marios demnächst wieder. Dann bin ich happy. Au. Bei Odyssey auch schon echt extrem gut teilweise solche Levels, Levels hier, Level hatte. What? Okay, Moment. Das Panel da damit gefällt mir nicht. Was ist, wenn ich... Nein! Du solltest dich doch nicht bewegen. Jetzt habe ich es gerade erstmal da hochgeschafft und ja. Verkack's halt direkt wieder. Super. Den Panel gefällt mir nicht.
Also mit den Seitendingern von mir aus. Darauf komme ich klar. Aber nicht damit, wenn die so blöd von oben runter pendeln. Warum bist du jetzt nur so minimal gesprungen, kleiner Mann? Wow. Wow. Okay, der Ende vom Level ist jetzt hier so ein bisschen bescheiden. Aber ansonsten. Okay, ich komme wieder am Anfang nicht vorbei. So. Nein, will ich so hoch. Springt halt immer mit der gleichen Stärke ungefähr ab. Egal ob ich laufe oder nicht laufe. Deswegen gibt es eine Höhe, wo man dann immer andotzt. Ist ein bisschen blöd. Aber ich sehe mittlerweile, was in irgendeinem Reddit-Beitrag, den ich gelesen habe, wow, hatte, dass die Entwickler sich offenbar an Super Meat Boy orientiert haben. Ob das Level hier so ein Parade-Aushängeschild dafür. Ich habe Super Meat Boy nie großartig gespielt. Aber ist überhaupt, ich weiß nicht, glaube nicht. Aber ich weiß, dass es da auch ganz viele Level gibt, die nach diesem Schema arbeiten. So. Hier am Anfang ist ganz. Na ja, scheiße. Ah. Da wäre jetzt wieder so ein Safe ganz geil. An der Stelle. Frage ist, ich das Ding jetzt nicht heute Abend mehr schaffe oder mache, komme ich da morgen wieder rein und das springen, wie ich hier durchkomme. Wahrscheinlich. Muss es wahrscheinlich ein bisschen hart werden. Nein, 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 nicht sterben. Okay. Er hat sich nicht festgehalten. Ich meine, er hat jetzt auch keinen Unterschied gemacht, aber will es festgehalten haben. Er hat sich nicht mehr festgehalten an der Wand. Wow. Da habe ich mich jetzt eigentlich persönlich tot gesehen, aber okay. Phil meinte es gut mit mir. Nein. Die falschen Inputs. So. Was macht er da? Oh Gott. Damn. Er ist einfach rausgesprungen quasi aus dem Abteil. Ja, scheiße, und dann. Da darf ich nicht dashen. Wenn ich mich sowieso nicht mehr retten kann, können die mich nicht einfach direkt umbringen? Oder haben die echt Hoffnung, dass sie an so einer Stelle dann wieder hochkommen? Die Hoffnung will ich auch haben. So. Der Anfang ist halt echt nicht schwer bis hierhin. Okay, an den Stein hält er sich nämlich nicht an der Kante fest. Das bringt mich immer aus dem Konzept. Da muss ich wirklich gut drauf landen halt.
Was habe ich eigentlich gestern ja schon gemerkt? Aber definitiv nicht der schwerste Level, den es gibt davon, oder? So. Oh Gott. Nein, nicht so hoch. Ganzes Mal zwei da unten. Oh. Ich habe keinen Dash mehr dann übrig, wenn ich das so mache. Okay. Ich würde die Kamera gerne ein bisschen dichter mit dran haben, damit ich besser sehe, wie weit ich schon dran bin, quasi. An den Dingern. Jetzt aber, glaube ich, nicht, oder? Alter, habe ich da nicht jetzt einen übersehen? Hier in dem Level einen übersehe, oh Gott. Nein, die war gerade unten. Sich raten. Und ganz gegen Ende gibt es noch auf einmal drei Stück davon, an denen man vorbei muss. So wie hier. Immer irgendwie was mehr. Nein, okay, der Sprung war blöd. Gab es nicht so einen ähnlichen Abschnitt mit ganz vielen rotierenden Kettensägen auch in Hollow Knight mal irgendwie? Ja, dieser Path of Victory oder so. Gab es auch noch eine schwierigere Version, glaube ich, von, die ich gar nicht gesehen habe bei meinem Run. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht gesehen habe. Oder war, es kann auch sein, dass das eine Mod war. Doch. Da ist noch einen, den ich nicht sehe. Er hat mich dann aufgeladen. Okay, aber jetzt habe ich den auch eingesammelt. Okay, weit geht es da nicht mehr nach oben. Die Abschnitte sind schwer, aber die halten sich von der Länge in Grenzen. Und die Respawns sind halt schnell. Deutlich ertragbarer als diese ganzen Mario-Hexen in letzter Zeit. Abgesehen von Another Mario Adventure, der war nett. Aber die Kamera kommt nicht hinterher. So. Wenn ich hier außen rumgehe, dann fehlt mir der Dash gegen Ende. Ah, das ist eine Idee. Okay. Kamera hat gut mitgespielt an der Stelle. Und, ah, hier ist er in der Mitte, genau. Bei dem anderen ist er genau auf der gleichen Ebene wie die Dinger. Da ist er mittig. Ekelhaft. Okay. Ich hätte warten sollen. Einen Moment. Okay. Egal. Wow.
Okay, gut gerettet. So. Wow. Okay. Ich glaube, hier könnte auch der erhöhte Movement Speed ganz praktisch sein. Oh mein Gott. Ich hab's irgendwie geschafft. Aha. 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 Er hat sie nicht festgehalten. Ich war genau davor. Ich war genau vom Ziel. Er hat sich nicht an der Wand festgehalten. Er hat sich nicht festgehalten. Ach komm. Oh, das ist doch jetzt Bullshit. Genau so, er hat sich wieder nicht festgehalten, so wie jetzt gerade an der Stelle. Okay, in meiner Welt habe ich es geschafft. Das wäre jetzt so eine Mario Kart zum Moment gewesen, wo ich ab jetzt definitiv einen Safe genommen hätte. Bei Mario Kart hätte ich allgemein schon Saves genommen. Für so ein paar Sachen. Ja, gut, dann. Das ärgert mich jetzt. Ich hab's doch eigentlich gehabt. Deep, 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 deep. Das da oben ist nämlich eigentlich gar nicht mehr schwer. Eigentlich. Das sind die ganze Zeit hier die Standarddinger. Wie hat er mich da noch getroffen? Wow. Der ist aber definitiv nicht der schwerste Void, oder? Gibt doch ein paar assigere, oder? Weil der hier schon. Der ist jetzt nicht einfach. Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der auch noch schwerer als das hier ist. Hätte ich drauf geachtet. So. Wow, das ist knapp. Hier komme ich aber easy jetzt durch eigentlich. Der Anfang ist easy. Das hier ist ein bisschen umständlich, aber weitestgehend auch easy. So. Da kommt die Kalorien. Ich glaube, das mit dem Pendel damit ist das Schwerste. Und davon gibt es zwei Stück. Insgesamt. Der Ebene. Die mittlere Ebene mit dem Block ist auch noch knifflig in gewisser Weise, aber nicht so hart. Es war fragwürdig, dass man irgendwie die Void-Tools auch nur dann bekommt, wenn man ein Level abschließt. Eingesammelt ist eigentlich eingesammelt in meiner Welt, aber hier offenbar nicht. Wow. Also das war jetzt echt Kack-Timing da. Wow, wow, wow. Ich bin zurückgewichen. Ich hätte nicht durchziehen müssen. Wenn man halt irgendwie da einen Safe hätte, dass man halt wirklich diese Stelle auch üben kann. Das ist halt wieder schwerer in dem Ding. Man kann solche Stellen nicht üben. So.
So. Aufladen. Wow. Das war knapp. Okay. Ich rutsch da nicht instant auf den Stein runter. Hätte also abspringen müssen. Wow, wirklich. Okay, aber ich glaube, ich habe jetzt. Halbwegs habe ich jetzt ein Auge dafür bekommen, wie ich da einigermaßen dran vorbeikommen kann an den Pendeln. Auf jeden Fall oben drüber, nicht unten drunter durch. Unten drunter durch ist echt kacke. Muss oben drüber gehen. Das heißt, in dem Moment, wenn die Dinger nach unten gehen, das ist beim zweiten auch einfacher als beim ersten. Muss man dazu sagen. So. Okay. Oder ich muss mal einen komischen Jump. Das ist natürlich auch eine Option. Was nutze ich? Was habe ich meinen komischen Spin-to-Win-Haken eigentlich? Ich nicht nutze. Ah, ein Stück zu weit gerutscht. Da komme ich am besten durch, wenn der gerade auf der linken Seite nach oben geht. Wow. Ja, der ist easy, der Weg. Am Anfang ist es die mittlere Ebene. Wow. Oh Gott, okay. Ja, ja. Das ist eine gute Stelle für einen Spin-to-Win eventuell. Guter Tor Spin-to-Win. So. Das war jetzt blöd, aber es hat funktioniert. Okay, so würde ich da auch so dran vorbeikommen, ohne den zu verlieren. Wow. War zu hoch. Die Stacheln an der Decke hätten nicht sein gemusst. Also ohne Stachel, Deckenstachel wäre das Ganze easy. Aber es wäre zu easy, weil man dann einfach nach oben die ganze Zeit springt. Und fertig. Okay, ja, ich hätte sich auch in der Ecke verfangen. Wenn ich zu dicht an der Wand bin, dann macht das nicht. Weil dann denkt er, hat gar keinen Grip, weil er nicht weiß, ob er links oder rechts ran soll. Das ist mies. Das ist mies. Kamera? Die Kamera wollte nicht drehen. Verwirrt. Das war blöd gesprungen. Hätte einfach rutschen sollen. Okay. Kamera will wieder nicht. Dass der Controller andauernd vibriert, wenn ich hier an der Wand runtergleite, ist auch ein bisschen nervig. Wow, ich wurde da getroffen. In meiner Meld wurde ich dann nicht getroffen, aber okay. Ich werde es jetzt noch schaffen. Weiß. Ich werde schon eine halbe Stunde da dran. Ich bin schon längst 10 Minuten über dem, was ich eigentlich machen wollte heute, aber egal. Okay, deck mich, machen wir so. Ich wollte bis 15:45 machen, jetzt haben wir es 15:05. Okay, einmal anders gemacht, schon bin ich aus dem Rhythmus raus. Das ist blöd.
Nein, ein Stück zu hoch. Es sind echt diese mittleren Pendels. War zweiten Ebene vor allem. Erster Pendel ist noch vollkommen okay eigentlich. Also so zu sterben ist jetzt auch mal neu. Okay. Mich würde interessieren, wenn Pet das Spiel spielt, als er die Retail-Fassung anscheinend geholt, wenn er spielt und an diese Stelle kommt, dann würde ich zu gerne wissen, wie er da hängt. Weil ich kenne Pet seinen Jump'n'Run-Skill. Der ist nicht ausgeprägt. Er kommt dem vom Flo relativ nah. In vielen Fällen. Ich habe es wieder nicht so gemacht, wie ich es sonst mache. Ich nutze diesen Sprung jetzt einfach immer an der Stelle. Weil, nutze ich den Sprung dann nicht, dann verkacke ich es. Auf jeden Fall. So. Aber ich wäre jetzt eigentlich zweimal schon fast durch gewesen. Das kotzt mich jetzt irgendwie am meisten gerade an der Sache an. Aber jetzt habe ich mich. Okay, es wird. Konzentration lässt nach. Verdammt. Sind wir jetzt da? Er hat sich wieder nicht festgehalten. Wow. Gibt's Leute, die machen hier einen No-Death-Run 100%? Wahrscheinlich. Und die, die genau wissen, an welcher Position die Dinger sein dürfen, wenn sie was machen müssen und wann nicht. Wobei das Ding ist erst seit Februar draußen. Und es ist ein Indie-Spiel. Das heißt, die werden wahrscheinlich. Naja, gut. Möglich ist es, aber unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass so ein kleines Indie-Game direkt so viele Challenges bekommt. Von irgendwem. Unwahrscheinlich. So. Nein! Ah. Und ich wollte gerade noch X drücken. Damit ich auf der gleichen Seite bleiben kann. Auf jeden Fall sollte man hier nicht allzu lange warten. Mit dem Springen bei den Pendeln. Je länger man wartet, desto länger. Desto weniger kommt man da durch. Okay, soll ich wegkämpfen? Wow. Wow. Ist der Wind gerade in-game oder ist das draußen hier in echt? Draußen wieder zu windig? Wow. Knapp. Wow. Mach's gerade spannend. So. Ich wäre, was mich am meisten ärgert, ich wäre eigentlich schon durch gewesen. Okay, das ist perfekt. Wenn der auf der rechten Seite in der Mitte der Rad runtergeht, man da war schon optimal. Nein, ich war nicht weit genug. Ich bin in der Mitte gestorben. Ich bin schon abgesprungen gewesen jetzt, oder? Ich meine, ich habe auf A gedrückt, aber ich glaube, er hat es nicht als Input genommen. Deswegen hatte ich gedacht, ich überlebe das jetzt. Oh Gott, den hat man noch aufgeladen. So. So, der Flugweg hier ist eigentlich kein Stück schwer. So, hier komme ich ganz einfach vorbei, wenn er das macht. Und dann komme ich da so durch. Okay. Nein, da war gerade das langsame Ding runter. Oh Mann. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Aber ich weiß jetzt, ob ich einigermaßen, wie ich bei den Pendeln durchkomme. Das ist die halbe Miete. Danach dürfte nicht mehr viel Schweres kommen.
Eigentlich habe ich es schon geschafft. Wenn das Spiel, ich meinte, ich verbug mich jetzt. Oh, das war knapp. Okay, ja, irgendwie so. Das ist jetzt noch ganz normal wie am Anfang. Durch. Plane. Oh. 13 Herzen. Oh Mann. Okay, die erste. Aber die war. Okay, das hat jetzt auch fast eine Dreiviertelstunde gedauert. Also 40 Minuten, glaube ich, mindestens. Bei 21, 22 nach 4 habe ich angefangen mit der Aufgabe. Jetzt haben wir es 1 nach 5. 40 Minuten. Ist ja fast lang gedauert wie der erste Kampf damals, als erstmal gegen Ornstein und Smaug. Weil das war das einzige Mal gegen. Oh Gott. Wenn ich jemals wieder Dark Souls 1 mal spielen sollte in meinem Leben. Ich habe Angst. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Gute Frage, nächste. So und dann so und dann komme ich einfach so dann rein. Jesu ist eine goldene Gummiente. Okay. Man kann auf die stehen, oh mein Gott. F12. Halt, habe ich nicht. Nee, Sieger ist super, das. Okay, nee, das bringt rein gar nichts. Wie komme ich hier weg? Kann ich hier von der Wand abspringen? Nee, kann ich nicht. Ja, Wand ja. Hm. Okay, ich kann da drinnen stehen. Nicht da oben drauf stehen. Nee, nee, nee. Das sind überhaupt was. Nee. Auch nichts. Komme ich hier weg? Ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht mehr weg. Okay, ich komme hier weg. So. Aufladen und dann da hinstellen. Aufladen, hier hinstellen. Dashen. Runterfallen. Scheiße. Hoffen, dass ich woanders hin. Nein. Oh Gott, okay, ich bin drüben. Und zu reden, nimm mir weg. So. Da geht's runter in die Kanalisation. Ganz oben die Dinger kann ich nicht aktivieren.
Den habe ich gemacht. Da geht es in den Gartenbereich rein. Scheiße. Okay, ich gehe jetzt noch die Quest-Items abgeben. Ich hoffe, das waren alle. Ich glaube, es waren alle. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Heilen. Definitiv heilen. Nee, noch nicht drüben. Verdammt. Nein, nein, nein. Musst du mich in der Luft schockfrosten? Den Ding haben mir irgendwie mehr gefallen. Nein, falsche Richtung. Okay, eine Wirbelattacke killt dich zumindest instant. Warum nicht gleich so? So. Ja, komm her. Oh nein, du wurdest nicht getroffen. Es ist mies, wenn die Gegner über dem Abgrund sterben, weil man die Items nicht einsammeln kann. So, auf dich habe ich gar keinen Bock. Verpiss dich einfach nur. Leave me alone. So. Increase your health by completing voids. Mhm. Ja, cool, wenn auch die Defense dadurch hochgeht. Kann ich? Nee, kann ich nicht. So, ich hoffe, das waren alle Sachen beim Friedhof, weil sonst habe ich ein Problem. Nicht alle waren dann. Ja. Wow. Erstaunlich wenig Sachen war bisher eingesammelt dafür. Okay, so komme ich auch hier hin. So. Mittlerweile fällt mir der extra Movement Speed gar nicht mehr auf, den ich eigentlich haben soll. Aber okay, ich komme zumindest jetzt mit dem Movement Speed, glaube ich, bis hierhin allgemein. So, listen. Hello again. Is that... That picture? Thank you, traveler. I thought I would never see this again. Please accept this gift in return. This sword was forged by my ancestors. Noch stärker als mein Eisschwert? What? On behalf of my entire family, it is now yours. The Premio family swords passed on through generations. These sharp blades are of infinite value to the family. Lost memory completed. Das Picture war das, was du haben wolltest? Was sind das denn für andere Items? Listen. Again, friend. What a joy to have you here. You will always be welcome in my tavern. Okay, hast du neue Sachen? Ja. How have you been? Travelers like yourself should definitely carry some fire. Would you like to buy blue fire? Ja. Nein. Nein. Hab ich. Ich hab. War keins dabei, aber ich brauch's auch nicht, weil da ist eine Statue. Okay, gut, ich krieg schon 100 alleine hier in dem Raum. Wenn aus allen Gegenständen irgendwie Erze rauskommen, das ist ein bisschen, naja, verwirrend. Und in eurem Lager bekomme ich auch Fire Essence einfach so aus Kisten. Also ich würde euer Geschäftsmodell nicht mit Feuer überdenken. Gab's oben eigentlich noch irgendwas Neues jetzt? Er ist immer noch hier. Hast du auch was Neues? You again. Please don't tell anyone about me. If you give me away, I'll cry. Die Ausrufezeichen heißt, die haben noch irgendwas, weil er hat nämlich jetzt keins mehr. Und sie hat sowieso keins. Die kleine Zelda-Tante da. Okay. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Die könnten jetzt vielleicht für den Jungen da noch interessant sein. Habe ich da wohl so um die Ecke herum? Ja. So. Oh nein. Er ist gestorben. Ich dachte, ich soll ihm... Crap. Farah's Grace, the spirit of a young boy with a beautiful story that will never be told.
Sidequest Missing Mother completed. Aber, hä? Hätte ich ihn irgendwie retten können? Mit irgendeinem Item? E-Items. Rose, a beautiful looking rose. Necklace, a handcrafted necklace, its pendant resembles this image of a boy. Vielleicht, weil ich das eingesammelt habe. Mies. What? Primo Family Swords. Warum ist das Primo-Schwert schwächer als das Eisschwert? Weil, gut, ihn muss ich nur das Bild bringen. Wenn ich das Bild eingesammelt habe, dann habe ich die 28er bekommen. Und wenn ich die habe, muss ich halt den Turm erklimmen. Aber wenn ich so schon in dem Gebiet bin, wo ich das Bild finde, warum sollte ich dann, hä? Mal die Primo-Schwerter sehr bescheiden aussehen. Würde ich mal anmerken. Okay. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie versteckte Damage-Modifier für bestimmte Gegner. Das Eisgegner von Eiswaffen. Aber nee, die waren. Nee, die haben auch mehr Schaden genommen, auch wenn es eine Eiswaffe war. Okay. Was habe ich noch für Key-Items? Ja, wie gesagt, das Necklace, das war jetzt eigentlich dann für die Jungen, glaube ich, gedacht. Die Rose vielleicht auch. Den Otter Rock habe ich halt noch und das komische Dingens. 90 Volt Souls. Ja, wenn ich noch einen weiteren Dingens finde, dann lohnt es sich zurückzugehen. Kann ich mir zwei Slots craften. Okay. Ja, ist jetzt irgendwie traurig, dass der Junge jetzt auch abgeschlossen war. So, jetzt, oder? Spirits. Achso, was macht er überhaupt? Increases Jump Altitude. Hab grad nicht direkt im Kopf, was das genau, was Altitude jetzt noch genau war, aber irgendwas mit Geschwindigkeit. Jetzt würde ich, ja, oder wenn ich jetzt zurückgehe, dann kann ich es direkt, ja. Wenn ich jetzt zurückgehe und doch schon jetzt ein Vessel craft, dann kann ich es halt auch ausrüsten, ohne irgendwas abzulegen. Mal ganz kurz den raus. Und equip mal den. Hä? Unequipped mit A. Achso, ja, am Schrein. Spirits, unequip, equip. Ich habe jetzt gerade übersetzt mal Altitude nicht, aber ich glaube, was gemeint ist. Ich falle jetzt langsamer und ich springe langsamer hoch. Kann das sein? Damit ich quasi länger. Wie hoch komme ich? Bis auf den Schoß der Statue. Ja. Okay. Jetzt wieder de-equippe und den wieder aktiviere erstmal. Ja. Ich springe etwas höher. Nicht viel mehr höher. Aber ich falle auch nicht wie so ein nasser Sack auf einmal runter. Ich falle gleichmäßiger und springe etwas höher. Okay, kann interessant sein, aber jetzt ablegen will ich dafür jetzt nichts. Weil ich habe mich jetzt an das Springen gerade gewöhnt. So, Mana kann ich irgendwie wahrscheinlich nicht. Nee, kann ich nicht. Aber ich kann jetzt saven. Und ja, beim nächsten Mal einen Utas-Tempel machen. Ist der nächste Schritt, glaube ich, oder? Boah, eigentlich schon. So. Stimmt, Voids. Lukuas Climb ist der drittletzte. Okay, ein Fall of Death ist echt jetzt ganz viele zwischen irgendwie. Frei noch, aber okay. Gut, save. Und Main Menu. Yes. So. Ich habe zwar jetzt fast eine halbe Stunde länger gemacht, als ich wollte, aber ich habe zumindest das Ding fertig gemacht noch. Das Void-Ding. Gut, aber ich sag mir jetzt auch direkt schnell gute Nacht, weil ich müsste auf Toilette. Und ich glaube, Wegscher ist auch gerade nicht da. Ist sehr still. Dementsprechend, ciao, gute Nacht und ja, bis morgen Abend, / heute Abend. Je nachdem, wie man sehen möchte. Ja, ciao.